In den vergangenen 7 Heimspielen gegen den FC Bayern München kassierten Hamburger insgesamt 44 Gegentore, durchschnittlich 6,3 Treffer pro Partie. Den letzten Auswärtssieg bei den Bayern feierten Rot-Osen im April 2007, 2:1. Mit entsprechend gedämpften Erwartungen reiste der Bundesliga-Dino am 26. Spieltag zum deutschen Rekordmeister. Dabei ging es für 11 von Bernd Hollerbach um lebenswichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Vom Wunschgedankenpunkt Erfolg mussten sich Gäste allerdings schon früh verabschieden. Bereits in der 8. Minute brachte Frank Ribéry Münchner in Führung. Arjen Robben ging auf das Tor zu, wurde von Goutoko Sakai per Grätsche vom Ball getrennt, der Außenverteidiger legte dabei Ribéry Kugel jedoch direkt in den Lauf. Der Franzose umkurfte anschließend HSV-Keeper Christian Matenia und schob zum 1:0 ein. In der Folge blieben Bayern Herr im Haus und legten nur 4 Minuten später nach. Joshua Kimmich, der zuletzt seinen Vertrag bei den Bayern bis 2023 verlängerte, flankte unbedrängt von der rechten Seite in Mitte. Robert Lewandowski setzte sich durch und köpfte den Ball unhaltbar in Maschen. In der 19. Minute war Partie dann bereits so gut wie gelaufen. Die Hamburger konnten dem Bayern Powerplay nichts entgegensetzen. Jerome Boateng brachte den Ball hoch in linke Strafraumhälfte auf David Alaba, der direkt querlegte. Erneut war Lewandowski zur Stelle und markierte das 3:0. Eine Vorführung für Hamburger in der 24. Minute mit einer Auswechslung antworteten. Vasilije Janjicic ersetzte Dennis Diekmeyer, Rot-Osen stellten auf Viererkette um. Doch auch mit sehr taktischen Änderungen blieb Hollerbach 11 klar unterlegene Mannschaft. In der 55. Minute folgte der nächste Treffer des deutschen Rekordmeisters. Rick van Drogelen brachte den Ball im Strafraum ungewollt in den Lauf von Arjen Robben. Aus 15 Metern nahm der Niederländer Maß und zirkelte Kugel ins linke Toreck. Ribéry machte in der 81. Minute dann endgültig den Sack zu. Nach einem brillanten Sololauf gegen drei Hamburger schloss er in Torjägermanier eiskalt aus 9 Metern ab und erzielte das 5:0 für Bayern. Kurz darauf hätte Lewandowski seinen dritten Treffer folgen lassen können. Er schoss einen Elfmeter allerdings über den Kasten, 86. 3 Minuten später durfte er allerdings nochmals ran. Es gab den nächsten Bayern-Elfmeter, den Lewandowski unhaltbar ins rechte Eck verwandelte. Der Schlusspunkt. Die Stimmen, Goutoko Sakai, Hamburger SV, ich kann nur sagen, dass wir von Anfang an zu wenig gemacht haben. Wir haben keine Ausrede. Es fängt schon bei mir an beim ersten Gegentor. Also so einfache Gegentore kann man sich in der Bundesliga nicht erlauben. Wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen und eigentlich wollen wir auch andere Leistungen zeigen. Mats Hummels, FC Bayern München, ab der 30. Minute hat man gemerkt, dass wir ein bisschen Larifari gespielt haben. Das 4:0 kam dann ein bisschen aus dem Nichts und danach haben wir wieder ein bisschen mehr Zug reingekriegt. Aber es stimmt schon, wir waren zwischendurch 20, 25 Minuten ein bisschen unkonzentriert. Der Tweet zum Spiel, das fiel auf die zweite Bundesliga, ruft beim HSV bahnt sich der erste Abstieg aus dem deutschen Oberhaus an. Der Bundesliga-Dino kassierte gegen den FC Bayern 16. Niederlage in der Liga, magere 18 Punkte stehen zu Buche. Damit spielen Rot-Osen schwächste Saison der Vereinsgeschichte. Lothar Matthäus äußerte sich bei Sky während des Spiels zum Auftreten der Hamburger, so spielt ein typischer Absteiger und mehr ist dazu nicht zu sagen. Dass es bei den Norddeutschen nach Abstieg ruft, belegt auch Statistik. Noch nie schaffte es eine Mannschaft, sich mit so einer geringen Punktezahl zu SEM-Zeitpunkt der Saison am Ende doch noch zu retten. Die Statistik 141 Lewandowski ist personifizierte Tormaschine im Trikot des FC Bayern. Der Pole erzielte gegen Hamburger seinen 139., 140. und 141. Treffer für Bayern und löste damit Giovanni Elba als ausländischen Rekordtorschützen der Münchner ab. Für Setoranzahl benötigte der Pole nur 182. Pflichtspiele. Video, Wirbel um Heinkes Zukunft, Bayern Insider erklärt Situation.